Zurück zum Geistertempel in Legend of Zelda Ocarina of Time 3D als Kind. Ja, denn jetzt nur. Da steht jemand. Du warst. Oh! Du warst letztes Mal noch nicht da. Wo kommst du denn her, Kleiner? Was willst du hier? Ich suche die Weisen. Eigentlich nichts. Du hast nichts Besseres zu tun. Du kommst wie gerufen. Kannst du mir einen Gefallen tun, Kleiner? Moment mal, du bist doch nicht etwa einer von Ganondorfs Anhängern, oder? Ich hatte Ganondorf. Und wenn es wäre? Ich weiß nicht. Ich hasse Ganondorf. Ach was, du bist ganz schön mutig. Ich glaube, ich mag dich nicht. Aber erst will ich mich vorstellen. Ich bin die Gerudo-Kriegerin Naburu. Ich gehe lieber alleine als Beutetour. Auf Beutetour. Und noch etwas solltest du wissen. Ganondorf und ich gehören zwar demselben Volk an, doch wir sind grundverschieden. Ganondorf und seine Anhänger haben auch Frauen und Kinder beraubt, ja sogar getötet. Wisse, das Gerudo-Geschlecht besteht nur aus Frauen. Nur alle 100 Jahre wird ein Mann geboren. Auch wenn es unser Gesetz so will, dass dieser Mann... dass dieser Mann der König der Gerudos wird, so schwöre ich Ganondorf niemals im Leben Treue. Ach, wie war eigentlich dein Name, Kleiner? Strolli? Was ist das denn für ein komischer Name? Na, egal, ich heiße ja auch nicht gerade irgendwie Beyoncé oder so. Aber egal, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Schaffst du es, durch diesen engen Durchlass zu kriechen und einen Schatz zu bergen? Es handelt sich um ein uraltes Relikt, die Silberhandschuhe. Damit kann man sehr schwere Dinge anheben. Hey Kleiner, denk nicht mal dran, dir die Schuhe selbst unter den Nagel zu reißen. Die Silberhandschuhe würden dir ebenso nicht passen. Sei anständig und bring sie mir. Ganondorf und seine Vasalen nutzen den Geistertempel als eines ihrer Verstecke. Nur mit den Silberhandschuhen kann ich mich ja hineinfleischen. Dann kann ich nur all dem gut an mich nehmen. Danke, Kleiner. Ja. Besorg mir die Silberhandschuhe. Guck nicht so komisch in die Kamera rüber. So. Krabbeln wir da durch. Oh nein. Ich nehme mir das da. So. Du lebst doch bestimmt, oder? Da kann man durch. Da können wir nicht durch. Aber wir müssen da durch. Krabbel schnell! Da ist eine verschlossene Tür. Was soll ich denn hier? Also, Riesentüren gibt's hier, ne? Wunderbar. Ja, wunderbar. Ich habe auch so eine Lehrerin, die sagt immer, ja, wunderbar. Ich glaube, ich muss alle Gegner töten, oder? Mit einer Fledermäuse. Da ist noch jemand. Ich höre nach oben. Und jetzt? Ach, du lebst ja auch noch, wa? Hallo. Okay. Bumerang. Nimm. Und die 60. Skulltula. Das hier zünden wir mal ganz schnell an. In den Feuerentferner. Feuer. Frei. Ganz toll. Nein, was habe ich getan?
habe ich dir noch entflammt, oh Mann. Erflammt. Entflammt, keine Ahnung. Wie kommt man denn da hin? Von der anderen Seite. Man stirbt doch endlich, ich hasse diese Gegner. Autsch! Gut. Und du bist? So, okay, das Auge der Wahrheit brauchen wir eigentlich nicht. Wo ist denn der Bumerang? Da ist er ja. Hups. Geh weg. Aber wir bekommen ja gleich noch Besuch. Den muss ich ja noch begrüßen. Okay, nein, mache ich nicht. Oh. Ups. Ich muss noch mehr zurück. Gehe ich überhaupt hinter das Gitter? Ich denke nicht. Ja, hier, irgendwo, genau hier oder so. Ja, ist ja klar. Genau auf der richtigen Höhe trifft es natürlich nicht. Versuchen wir es mal hier. Der nervt aber auch so, ne? Es kann ja nur von hier irgendwie gehen. Jetzt aber. Schwere Geburt. Nein! Ich wäre jetzt fast da runtergefallen. Aber nur fast. Nur fast und ich treffe fast die Truhe nicht. Ganz toll, ich hab genug. Sind wir ja in dem Raum, wo die Fledermäuse waren, oder? Nee. Was bist du denn für ein Fuchs? Ah! Was ist das? Der Feuerfuchs Anubis. Dieser Gegner ist besonders anfällig für Feuer. Aha. Tschüss, Anubis. Ich will den Krug haben. Oder nicht? Nein! Jetzt ist er wieder da. Nee, gut. Ich habe ihn besiegt. Irgendwie. Ah, da geht die Tür wieder auf, glaube ich. Haben wir da sonst noch was? Nee. Kein Skulltula? Nein. Ah, jetzt sind wir hier. Acht auf die Schatten der Grenze. Jetzt können wir das Ding endlich mal anvisieren. Der Totengrabscher. Du siehst einen Schatten auf dem Boden, bevor er angreift. Zerstöre ihn, bevor er wieder entschwindet. So. Wisst ihr das auch mal? Es gibt ja zwei verschiedene und einen haben wir schon kennengelernt, das war der andere Wind. Ein Schlüssel. Nein. Wehe, die können die mich auch von der anderen Seite da töten. Ich denke nicht. Das dauert doch alles zu lange. So. Kannst du mir was tun? Nein, ich denke nicht. Hä? Gibt's da noch jemand? Hä?
muss ich denn machen? Ach so. Sie mich versteckt. Jetzt kommen die hier rein, oh nein! Schnell. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, alles. Ah, wir haben ja jetzt einen Schlüssel. Damit können wir jetzt hier rein. Ich dachte schon, was soll ich jetzt? Ich kann ja eigentlich nichts mehr machen. Aber gleich kann ich, glaube ich, nichts mehr machen. Oh, eine Skulti. Irgendwo. Du bist es aber nicht. Da hängt sie. Kann ich ihn nicht kriegen irgendwie? Nee. Muss ich glaube von oben holen. Oh nein, es geht immer noch weiter. Bumerang. Danke sehr! Okay. Hallo! Tschüss! Und du? Tschüss! So, da oben ist was. Ah ja, ganz genau. Hier war. Nein! Dich kennen wir noch gut genug. Aber wo ist denn dein Bruder? Bist du halt alleine? Okay. Hier brauchen wir jetzt eine Krabbelmine. Und zwar, glaube ich, genau da. Krabbelmine? Attacke! Ja. Das sah gerade irgendwie komisch aus. Und was ist das da? Das andere da? Das hier? Truhe oder was? Ah ja. Oh. Einer ist bestimmt so ein Eiszauber drin. Oh, Krabbelmine. Okay, falls man hier keine hat. Und Eiszauber. Nee. Rubine. Ich brauche keine Rubine. Und da kommt er gerade schon wieder. Lebst du? Nein. Gucken wir hier. Hier sind wir jetzt sogar schon im Endbossraum. Denn da, also nee, da oben ist der Endboss drin. Denn wir kommen nämlich von da später. Und dann müssen wir das Gesicht da zerbrennen. Ganz genau. Und dahinter ist dann der Boss. Das ist eigentlich auch mein Lieblingsboss. Und das gerade war nicht extra. So, hier haben wir eine Skulptur. Die kriegen wir aber jetzt, glaube ich, doch, Moment, mit der Vogelscheuche. Navi. Vogelscheuchenpacker und? Nee. Ah, Moment, mit den Gleitstiefeln. Können wir nicht anziehen. Okay. Dann müssen wir wohl hier unten irgendwie lang. Oh. Okay. Hab's verstanden. Komm mal mit. Was? Das sieht hier auf und das ist welche? Da oben war ja kein Tier, oder? Oh doch. Die ist jetzt auf. Und hier sind Stufen und Stufen und Stufen. Und es geht wohin? Oh nein. Den Raum kenne ich noch. Und ich glaube, das war auch... Also, ich hatte hier... Also, im alten Let's Play, das habt ihr ja nicht gesehen. Aber ich hab's halt auch mal aufgenommen. Habe ich ja jetzt schon 100 Mal gesagt in diesem Projekt. Da habe ich, glaube ich, hier in diesem Raum aufgehört mit dem Let's Play. Und dieser Part war dann auch in HD gewesen. Hatte ich mal so ausprobiert, wie ich das dann in HD aufnehmen kann. Und jetzt ist es ja endgültig, dass ich immer in HD aufnehme. Ja, oder ich... gestelltes HD, ne? Getäuschtes HD irgendwie. Es sieht aus wie HD bei mir. Ich denke auch immer, dass es HD hochgeladen wird, aber irgendwie ja nicht. Also, tut mir leid, wenn ich immer sage, in HD. Es ist halt mit einer besseren Kameraführung. Das meine ich mit HD. Das andere, das war ja immer 250 oder so, oder was auch immer das war, 270, was auch immer das für Grafik ist. Irgendwas mit 200. So, ich glaube, die müssen wir alle töten, und zwar nicht mit Krabbelminen, sondern auch nicht mit Bomben, da wir nicht mehr viel haben. Ja, dahin. Da habe ich irgendwie leise gestellt.
Gut, du bist schon tot. Boom. Danke sehr. Und boom. Und boom. Und danke sehr. Und? War es das schon? Okay. Keiner mehr da? Nee. Also, wir haben das da. Die Sonne muss da hin. Okay. Und da haben wir was? Wir haben da oben noch was. So, komme ich eigentlich da hinten hin? Da komme ich ja. Ah, nee, ich glaube, wir müssen die Blöcke. Nee. Wir brauchen die gar nicht so schieben. Wir können einfach hier hochgehen. Ich glaube, wir müssen alle Fackeln anzünden. Und noch das Licht. Aber ich weiß nicht. So. So, da hinten war noch was. Aber ich glaube, das war auf den anderen, oder? Hier war es nicht. Ah, das waren die Gegner. Da waren die Gegner drauf. So, und da ist noch einer. Bam. Ah, okay. Jetzt haben wir das Licht. Und was passiert da, wenn wir die Sonne da hinschieben? Was mache ich denn da? Ich kann eigentlich da stehen bleiben. So, komm mal mit, Sonny. Nein, nicht der Hund. Diese Sonne. Sie heißt Sonny. Okay. Bleibt eigentlich der Besuch. Wir haben jetzt schon 10 vor 10. Ganz toll. 10 vor 10. Und eigentlich wollte der schon um 9:30 hier sein. Ich weiß ja nicht. So, was hat es jetzt mit dem Licht auf sich? Eine Truhe? Ich weiß nicht. Ja. Alter, habt ihr das gesehen? So. Deko-Stäbe. Nach langer Zeit endlich mal wieder. Wir gehen einfach diese Richtung. Sind das nur diese zwei Fackeln? Kann nicht nur diese zwei Fackeln sein. Ist hier nicht noch irgendwie eine? Hä? Wo sind denn die Fackeln? Ich sehe nur zwei. Drei. Ach, die habe ich glaube ich eben vergessen. Okay. Drei Fackeln? Okay. Beginnen wir diesmal da. Damit ich sie nicht vergesse. So. Eins. Schneller. Zwei. Und 3. Gut. Da ist bestimmt jetzt ein kleiner Key drin oder Rubine. Alter. Wo ist es der? Da hinten. Geh da hoch. Runter. Runter da! Link. Wie schwach kannst du nur bei Super Smash Bros. Sein? Nein. Ja, für irgendwas war es ja schon gut, ne? Hätte man ja nicht umsonst hier gemacht. Und jetzt? Aha. Oh, ich höre etwas. Ich höre etwas. Und da ist sie. Ja. Was? Und ich glaube, ich sage euch... ich habe ja mal in ein paar davon geredet, dass ich... so ein Spezialpart mache, so ein Bonuspart mit allen Skulltulas, allen 100 Skulltulas, wo die sich befinden. Das mache ich, glaube ich, nicht. Ich zeige euch, glaube ich, nur so ein Teil mit 24 oder so. Ich weiß nicht. So, und jetzt kommt, glaube ich, so ein Boss. Ja. So ein kleiner Mini-Boss. Ein Krieger oder so? Moment, ich muss mich irgendwie passend ausrüsten. Wir haben hier diesen Nairus Umarmung Ding. Maximal. Könnten wir ja eigentlich mal probieren, aber nee. Hier vielleicht die Deko-Nüsse. Ups, die Deko-Nüsse würden vielleicht passen. Die nehme ich jetzt mal dahin. Hallo?
Wer bist du denn? Das Vieh schläft. Oh nein. Wer bist du denn? Ein Eisenprinz. Nimm dich vor seiner schwarzen, schweren Axt in Acht. Schlage zu, wenn er seine Deckung verliert. Nö. Jetzt spawnen die da schon wieder. Eigentlich gut. Oh, Alter, was tust du da? Du sollst nicht nach vorne springen, sondern zurück. Genau so. Was zum? Macht ja gar nichts mehr. Alter, der ist total leid. Oh, oh. Ist er tot? Ja. Alter, der war richtig leicht. Sonst war er immer so schwer. Okay. Macht's genauso wie ich. Springt immer wieder beim Rückwärtshalter zurück. Und? Haben wir die Mission? Du schon wieder! Endlich mal. Ach nee, als Kleiner spricht er ja einen an. Hey, was ist, Scholli? Überrascht mich zu sehen? Lange Jahre in der Zukunft bedeutet anschließend gar nichts. Hier sind nur wenige Sekunden vergangen. Sogar ich hatte gedacht, dass Reisen durch die Zeit eine reine Legende sei. Scholli, du hast viel Erfahrung gesammelt. Das Schicksal Hyrules liegt nun von dir in deinen Händen. Vielleicht ist deine Zeit jetzt vorüber. Hier ist ein letzter Rat. In diesem Tempel hausen zwei alte Hexen. Um sie zu vernichten, schlagen sie mit ihren eigenen magischen Waffen. Möchtest du, dass ich... Nein. Ich werde dich weiterhin beobachten. Viel Glück. Zwei alte Hexen? Oh nein. Da fliegt sie. Da ist er weg. Ich vergesse immer wieder den Namen. Und was haben wir hier? Haben wir jetzt diese Silberhandschuhe, von denen Naburu geredet hat? Und? Ja, die Silberhandschuhe. Trägst du sie, kannst du die Kraft mit A auch sehr schwere Dinge ansehen. Aber einem kleinen Jungen sind sie zu groß. Zudem hast du versprochen, sie Naburu zu geben. Halte also Wort. Was ist passiert? Was? Was war das? Hey, was macht ihr mit diesen alten Weiber mit mir? Was zum? Die alten Hexen? Ah, lasst mich! Hm? Hm? Oh! Ihr widerlichen alten Hexen! Ihr seid Gandalfs eklige Sklaven! Flüchtet, Trolli, schnell! Nein! Verdammt, Hexen, sie setzen schwarze Magie gegen mich ein! Oh oh. Okay. Link, du kannst die Silberschuhe behalten. Silber, den Spalten. Können wir uns nicht irgendwie da hinziehen? Weil guck mal, das ist ein Herzteil. Da kommen wir aber, glaube ich, nicht hin. Nein. Nein. Ach, hier vielleicht. Guck mal da. Vielleicht ist da sogar eine Skulptur drin. Nee, gar nicht. Okay, dann. Oh oh. Bewacher. Dann würde ich sagen, das nächste Mal sehen wir uns dann an der Zitadelle der Zeit wieder. Also bis zum nächsten Mal und ciao.